Hallo und willkommen bei den deutschen EVE News für die KW 18. Heute zu Gast zwei CSM-Bewerber, dazu später. Wir kündigen jetzt erstmal an, was CCP alles so uns versprochen hat die Woche und starten mit dem Exploit, der letzte Woche Dienstag angekündigt wurde. Habe ich euch schon begrüßt? Hallo, ihr Lieben. Sekunde, bin durcheinander. So, jetzt aber. Faserdelf ist da, Schattendieb ist da, Elias Nightstorm ist da, Hopper Topper, War Crazy Melon, Caleb. Ich begrüße euch später. Otto Erich ist da. Hallo. Wir gehen in die EVE News rein und starten mit dem 5.5. Es wurde ein Exploit angekündigt, gegen den wir nicht verstoßen dürfen. Das heißt, es ist schwer übersetzt. Ihr wisst, deutsche Übersetzungen von EVE sind immer ganz gruselig. Und zwar geht es darum, dass Spieler den Spawn von Sternwarten Flammpunkten Gebieten absichtlich verhindert werden. Jetzt bitte nicht lachen, das ist wirklich so übersetzt. Es geht im Prinzip lediglich um die Leuchtfeuer, also Flashpoints heißt, die dürfen nicht missbraucht werden. Wenn etwas als Exploit angekündigt wurde, sagt CCP, ey, den zu missbrauchen ist verboten, wer dagegen verstößt, sollte gemeldet werden. CCP bittet da ausdrücklich drum. Wir haben hier in den Nutzungsbestimmungen ganz klar definiert, das Ausnutzen von Exploits wird belangt. Wenn ihr das seht, könnt ihr das ganz normal unter Regeln und Bestimmungen als Ticket melden. Das hat nichts mit Petzen zu tun, sondern ist einfach ungezogen. So, ihr hört die Glocke im Hintergrund. Der nächste Punkt ist das neue Industriemeister-Paket. Ben hat das im letzten Stream am Freitag fürchterlich zerrissen. Er ist jetzt nicht da, deswegen kann er es nicht zerreißen. Ich persönlich lobe es auch nicht. Es sind schöne Sachen dabei. 90 Tage Omega, 1500 Plex, 2500 Skillpunkte. Ein Experten-Gehirnbeschleuniger. Lacht mich nicht aus, das steht da. Dreimal multiples Charaktertraining, Kapselpiloten-Skin. 18 für die Rockwall, für die Orca, für die Porpoise. Und Kleidungssatz. Oh Gott, wie spricht man das aus? Für Männer und Frauen. Ich persönlich würde euch, also Ben wird es wirklich zerreißen, also für die 139,99 Euro kauft euch Omega. Also ich darf es jetzt nicht, ich bin ja EVE-Partner, ich darf es nicht komplett zerpflücken. Ben ist da schmerzloser. Wer auf tolle Skins steht, ich weiß es nicht, ich würde lieber Omega kaufen für ein Jahr. 131,99 Euro, glaube ich. Da habt ihr mehr von. Aber darauf hinweisen möchte ich in jedem Fall. Von daher der Hinweis, könnt ihr kaufen. Wem es gefällt. Am 7.5. auch Rauch gebracht in den Abyssal Proving Ground geht es nun heiß her. Vom 7. bis zum 11. Mai bis 11 Uhr EVE-Zeit kämpfen 18 Spieler in T1-Kreuzern gegeneinander und zeigen, was sie können. Auch da haben wir Testgelände des Abgrundes. Ich mache mich nicht über die Übersetzung lustig, ist aber so. Das Ganze ist recht spannend für Leute, die gerade im Faction Warfare unterwegs sind, sich im Low bewegen oder die einfach Spaß am PvP haben. Oder Leute, die einfach nur zuschauen wollen, können sich dort zusammenfinden und Spaß haben. Und sei es nur, dass sie zugucken, auf jeden Fall immer noch sehr spannend. Überhaupt haben wir jetzt das 18-jährige Bestehen von EVE Online. Und ich habe so das Gefühl, dass sich der CCP nicht lumpen lässt. Mist, mein Text ist weg. Da ist mein Text, den will ich aber nicht. Wo ist mein Text? Und genauso werden jetzt auch Skins angeboten für 18 Plex, also vom 6. bis zum 18. Mai, wird jeden Tag ein neuer Skin angeboten im Inuit Store
Und für nur 18 Plex. Also einloggen, kaufen, einloggen, kaufen. Also die paar Plex, also das ist wirklich etwas, das sich lohnt. Und ihr solltet auch daran denken, eure Kapselpiloten, 18-jährigen, nein, 18-jährigen Kapselpilotentag, eure Geschenke abzuholen, loggt alle Accounts ein, holt eure Geschenke ab. Und das lohnt sich. Also ich finde das großartig hier, die Skin-Angebote. Normal hätte ich die auch direkt hier eingebunden. Also die Skins, die kann man sich für kleines Plex holen. Und die 450 Skillpunkte, die Father Delph jetzt gerade erwähnt hat, die gibt es gratis, nämlich, das ist die Exploit-Warnung. Genau. Na, einfach einloggen, die gibt es gratis. Das ist mit den 4500 Skillpunkten, die könnt ihr mit jedem Login bekommt ihr irgendein Goodie. Das finde ich sehr schön. Ist natürlich irgendwo ein Widerspruch zu dem super Angebot hier. Ihr bekommt quasi 4500 Skillpunkte dafür, dass ihr euch nur anmeldet mit dem Omega-Account. Da sind die 250 Skillpunkte irgendwo bei diesem Industriemeisterpaket. Irgendwie, ja, wirkt ein bisschen schwächlich. Also da kann ich verstehen, dass auch im Chat gesagt wird, ey, das ist nicht so toll. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Mir wäre das zu schade, aber ich bin auch kein Maßstab, weil ich einfach viel zu lange schon in Eve dabei bin. So, das war es eigentlich schon zu Eve, zu dem, was CCP gemeldet hat. Ich möchte mich auch gar nicht so sehr jetzt zwischen Imperium und Papi verstricken. Viel spannender finde ich das, was momentan im Bereich des CSM 16 diskutiert und besprochen wird. Gestern war ja bei RHP auf dem TS wieder eine große Vorstellung. Nicht ganz so viele CSM-Bewerber wie beim ersten Mal, aber es war auf jeden Fall eine großartige Sache. Ich habe nur die Aufzeichnung zu hören bekommen. Ich war nicht da, aber von heute an gibt es in jedem Montagstream zwei CSM-Bewerber, die sich vorstellen, mit denen wir reden können, wo ihr auch die Fragen loswerden könnt. Da werde ich dann auch den Chat mehr in den Fokus nehmen. Geht mal ins E-Forum rein. Jetzt sehe ich es gerade selber nicht. Geht mal ins E-Forum rein und sucht euch den Augenblick, den aktuellen Bewerber zum aktuellen, also die Bewerber für das CSM 16 ist auch übrigens der letzte Aufruf, so wie ich das gerade eben gesehen habe, gerade eben noch gesehen, wer sich als CSM oder für den CSM 16 bewerben will, letzter Aufruf. Es bleiben da also tatsächlich nur noch wenige Tage und wer sich traut, macht ein Programm. Jeder hat die Chance. 10 Leute werden ausgewählt. Natürlich sind einige schon prädestiniert, weil sie einfach erfahren und bekannt sind oder weil sie viele Allianzen oder eine große Allianz hinter sich stehen haben. Aber letzter Aufruf, nur noch wenige Tage. Und einer unserer Gäste ist schon da. Der zweite kommt etwas später, der hat noch einen Termin. Wir werden es schaffen, die Zeit zu überbrücken. Vielleicht als Ankündigung für nächsten Monat, Dr. Spodomain hat sich schon angekündigt, der wird dabei sein. Aber heute treffen wir zuerst, nein, es kommt etwas später, aber wir treffen auf Rix Jarvix. Ich werfe die Namen durcheinander, ihr müsst damit leben. Er ist heute bei uns und übersetzen wird uns Marco, ihr kennt ihn schon. Und Augenblick, jetzt muss ich die Kamera rumschalten, denn wir machen das ganz entspannt ohne den Newsrahmen. Hallo Rix. Hello. Hello. Nice to see you.
Nice to see you, sir. Thank you for having me on. Ich bin trotzdem noch sehr aufgeregt. Marco wird uns übersetzen. Ich danke dir, Marco. Marco? Valdek is still a little bit overexcited and he thanked me right now that I'm going to translate. Also, hello from me to the chat. Okay. Rix, du hattest in deinem Forum-Beitrag auf, also im E-Forum, dein Kernthema schon angesprochen. Ich glaube, die Liebe für dich hängt im Losec. Ist das richtig? Rix, you started discussing in the E-Forums your topic already. Your love seems to be circled around Losec. Is that correct? Yes, that is correct. I'm the CEO of Stay Frosty and the Alliance Executor of Abandoned Heart Alliance, which is primarily located in low security space. For the last 10-plus years, I've been negative 10, and I primarily fly in low security space, faction warfare space, and I did spend the first 3 years of my career in LulzSec, and... But right now, my focus primarily for the CSM is going to be on low security and faction warfare space. So that is correct. Okay, er hat gerade gesagt, sich vorgestellt, ja, er ist der CEO von Stay Frosty aktuell. Und sein Hauptaugenmerk oder sein Hauptlebens hat er die letzten Jahre hauptsächlich im Losec verbracht. Er hat circa ein minus 10er Standing schon seit etwas längerem. Und ist auch tatsächlich als allererstes im Losec ausgestattet, wo er ein EVE begonnen hat. Und sein Hauptaugenmerk als CSM wird er eben genau auf dieses Thema, auf den Faction Warfare setzen. Right. Risk, was macht für dich der Reiz des Losec aus? Mhm. Warum nicht 0-0? Warum Losec? Rix, what is the thing that excites you about Losec? Why not ZeroSec, for example, or something else? Excuse me. The thing that excites me the most about Losec was having spent three years in NullSec fighting giant battles with four or five hundred ships in it, and that's great, and I enjoyed that. But what I found most challenging about Losec was that it was more of a personal experience than a group one. So while I do have 200 people in my corporation and almost 600 people in the alliance, it's a very small gang, one-on-one, solo fighting, small gangs of 10, 15, 20, 30 people, and I just found that for me personally, and this is no disrespect to any other play style, it just fit my personality more and I enjoy it on a daily basis more than I do the other stuff. Hat gerade gesagt, dass er tatsächlicherweise auch schon 3 Jahre lang in 0-0 mit großen Kämpfen, riesig große Schlachten mitgeschlagen hat und das war auch cool, aber im Endeffekt ein bisschen mehr für ihn. Kurzum, er findet die Abenteuer, die er im Losec hat, ein wenig persönlicher. Und es ist sozusagen ein persönliches Abenteuer, nicht nur ein Gruppenabenteuer. Er kämpft gerne sozusagen in 10, 20, 30, 40 Mann-Schlachten. Und ja, das ist seine persönliche Meinung, sein persönlicher Grund, warum er im Losec sitzt, lieber. Einen Moment, ich habe die neuen Nachbarn mit einer neuen tollen Bohrmaschine im Hintergrund. One moment, please. Valdek has a little bit of a problem with new neighbors and... drill, I guess? Give me a second. Okay. Okay, die Boise. Nee, das war schon. Alles gut. Okay. Ist gerade etwas ruhiger. Ich lese, Plexing sollte nur im Faction Warfare Grenzsystemen erlaubt sein. Wie kommt er da drauf? Was ist die Argumentation, dass das nicht gehen soll oder dass das möglich sein soll? Okay, Valdek has read of his script, which he has not shared with me, that you said
Plexing should only be allowed in faction warfare corner systems or corner systems. Yeah. What's your opinion on that, or why do you say that? Well, I think it's a little, just to clarify, plexing in faction warfare space, fine. All faction warfare space should be plexing. What I was discussing was what we call deplexing, which is when a faction player typically doesn't fit any modules to their ship and just sets them in the plex just to run it. And they can get away with doing that because the NPCs in the plex do not aggro their ship. So they can just sit there in an unfitted ship and run the plex. And that is what we did, the slight term is deplexing, and I don't think... Like any AFK activity in EVE, I don't think that's good for the game. Okay, the basic problem is not about running those plexes, but the problem that it can be... Hauptproblem ist, dass es nicht übers Fliegen der Plexe ist, sondern dass die Plexe am Endeffekt von Leuten geflogen werden können in Faction Warfare mit Schiffen, die keine Ausrüstung haben. Das wird als Fachbegriff Deplexing genannt. Und das Problem dahinter ist, die NPCs, die da drinnen sitzen, greifen das Schiff ja noch nicht mal an. Und somit können die AFK die Teile fliegen ohne irgendwelche Einschränkungen. Und er ist ein genereller Verfechter, dass AFK-Tätigkeiten nicht so im Fokus sein sollten oder nicht so funktionieren sollten, wie sie aktuell tun. Also der Missbrauch von Mechaniken durch AFK ist nicht gut, sehe ich im Prinzip genauso. Long story short, the abuse of mechanics to farm AFK is not something also Waldeck agrees upon that's healthy for the game. Spielen lebt von Aktivität und nicht von ich gehe mal eben in die Küche und mach mir mein Essen. Gaming survives and thrives from activity, not from I go into the kitchen and bake myself something. Yeah, if I could just follow up on that too, I think all players really are against AFK types of mechanics, right? So cloaky camping, orca mining, multi-boxing in the null sec and just walking away from the computer, anything that gets us away from engagement, right? So that's something that CCP's fighting with their bot team, trying to get bots corralled. It's a constant battle, but I think any mechanic that allows you to get away from your computer and walk away is probably something that needs to be addressed. In seinen Augen ist es sogar so weit, dass es jeden Spieler irgendwie anscheinend aufregt über diese AFK Mechaniken, zum Beispiel ob das jetzt, keine Ahnung, Rockball Miner einfach nur ist und sozusagen dastehen und nichts tun. Auch Cloaky Camping, das ist im Endeffekt etwas, was CCP aktiv schon am adressieren ist mit ihrer Anti-Botting-Kampagne und mit den Leuten, die dahinter sind, aber im Endeffekt ist das auch etwas, was im weiteren Sinne fortgeführt werden soll. Ich habe noch ein Stichwort, ein Reizwort. Ich glaube, Rix hat sich da schon den Mund fusselig geredet. Warpkernstabilisatoren. Was hat er uns dazu zu sagen? Waldeck has another trigger word for you, we believe. Okay. What do you have to say about warp core stabilizers? Sure. it's pretty well known that I've been against warp core stabs from the very beginning when I first encountered them. My problem with it is, first of all, as a player, I don't want them gotten rid of, right? But as a CSM representative of all players, my opinion about them has evolved over time. So the issue here is, again, it's kind of that same thing we were talking about earlier. The module is very old. It needs to be updated. They've incorporated it into ships like the Venture. I'm not against that. I think there are other ships that could also benefit from some of that. But I also think that the module itself needs to be evolved. And whether that means getting rid of it and introducing a new one,
that makes more sense. That act is active, that gives us an engagement possibility, and that has a proper counter to it. So that's where I am today on workforce stabs. Okay, er hat gerade im Endeffekt ein bisschen den Bogen geschlagen und gesagt, er ist persönlich gegen Warpcore Stabilizers, am Endeffekt schon seitdem sie ins Spiel gekommen sind. Aber er mag als Spieler dagegen sein, aber als CSM hat sich seine Meinung diesbezüglich ein wenig angepasst, vor allem in Anbetracht dessen, dass er der Vertreter einer der Meinung aller Spieler sich darstellt. Er ist auch, wie wir gerade eben schon besprochen hatten, ein Verfechter von Dingen, die engaging sein müssen und nicht AFK. Kurzum, das Modul ist Asbach uralt und muss geupdatet werden in seinen Augen. Es wurde als Modul sogar schon in Schiffe integriert, wie die Venture, was in seinen Augen okay ist. Aber das Modul, so wie es aktuell im Spiel steht, ist Updating, also erneuerungswürdig und sollte entweder durch was ersetzt werden, was vielleicht einen ordentlichen Counter hat, oder durch was ersetzt werden, was mehr Spaß macht oder besser funktioniert als das Modul, was aktuell da ist. Das, was ich zwischen den Zeilen bei ihm raushöre, ist, dass er nicht nur für sein Spiel, sondern für alle Spieler da sein möchte. Das ist wichtig und dass Eve in bestimmten Punkten ausgewogener wird für alle Spieler. Also nicht etwas komplett rausnehmen, sondern schauen, dass man es anpassen kann. Das finde ich sehr wichtig und das gefällt mir sehr. Reading between the lines, Waldeck believes Riggs as a person is one who's able to reflect and to say, okay, what's good for the game, right, and not just what do I want, and that's something he believes is important. I totally agree with that. I think there's a difference between being a player and being a CSM member, and I do take that responsibility quite seriously. I believe that as a CSM member, we can't look at the things that are being done by CCP or that are being planned by CCP only in light of how it impacts us individually. Me, as a person, as a player, I'm quite happy with playing by the rules, whatever they happen to be. But as a CSM member, I have to look ahead at what CCP has planned and think about that. How does it affect the game? How does it affect all players' engagement? And not just LoSec, but also all other play styles. Is it good for Eve, or is it not? So I agree. Okay. Eben kurz übersetzen, dann muss ich reingrätschen wegen dem Doppelhören. Alles gut, ja, ich habe das noch geschrieben. Weil ich schreibe mir mit. Als Spieler ist am Endeffekt man in der Brigade, dass man nicht so wirklich die Dinge bewerten kann. Und dass sozusagen die Bewertungen das teilweise nicht so sehr neutral gegenüber CCP ist. Und da muss man halt ein bisschen drauf achten, dass man als Spieler vielleicht nicht ganz so weitsichtig ist. Als CSM jedoch muss man nach vorn gucken und versuchen herauszufinden, okay, wie betrifft es das Spiel? Wie betrifft es den Spieler und nicht nur auf HiSec und LoSec zu achten, weil es am Endeffekt eine Arbeit ist für die Gesamtheit und nicht nur für sich selbst. So, wir haben erstmal begrüßen wir ganz kurz Brisk, der mit dazugestoßen ist. Hallo Brisk, grüß dich. First of all, we are going to welcome Brisk. Hello there, hello Brisk. Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast, Waldeck. Ich heiße Brisk Rubal, ich bin ein Kandidat für CSM 16. Ich bin derzeit bei CSM 15. Ich liege mit der Initiative und spiele seit 15 Jahren alt, Eve. Es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht so gut. Also werde ich auf Englisch wechseln, but I wanted to say at least something in German to say hi to everybody when I start. Nice. Hörte sich gut an. Man muss dazu sagen, Brisk hat das Deutsch aus den Büchern gelernt. Er hat wohl mal Germanistik studiert und da ist das noch hängen geblieben. Vielleicht gibt es auch einen familiären Hintergrund. Ja, es ist so in Ordnung. Du kannst dich verständigen. Das ist in Ordnung. Ganz kurz, Rix, wir haben ein kleines Audioproblem. Kannst du bei dem Feed, den du hast, den
Ton von der Kamera rausnehmen. Also die Übertragung kommt zweimal. Einmal über dein Headset und einmal über die Kamera. Kann das sein? No, that's, I do believe, is the problem about the way you're choosing to transmit the image. I think you're both broadcasting your voice as well as the camera. Auf Deutsch, das Problem wird nicht sein, dass er in Kamera und so weiter und so fort gleichzeitig ist, weil das einfach auch brisk das Problem, sondern dass es am Endeffekt übertragen wird von dem Programm, was ihr zur Kameraübertragung gewählt habt, dass da beides ausgewählt wird. Okay, kann er das nicht einstellen? Okay. Doch, sollte er einstellen können bei dem Programm, was ihr habt. Habe ich vorhin geguckt. Okay, also übersetzt ihn das bitte nochmal, weil ich höre bei Brisk höre ich das nicht, nur bei Riggs. Brisk, can you say something for a little second? Sure, hopefully it sounds a little bit better now. I made sure I put my mic off on the camera here, so hopefully it's not. Yeah, I did the same thing just now. Yeah, now the echo is gone. Okay, it shows back. Haben beide geschafft. Okay. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hast du gut gesagt. So. Oh, good. Okay. Ja. That seems to have been the problem. So ist sehr gut. Dankeschön, Riggs. Yeah. Wir machen erstmal mit Riggs weiter, weil wir da gerade im Flow sind. Wenn der Chat irgendwelche Fragen jetzt erstmal nur an Riggs stellen möchte, dann macht das bitte. Ihr könnt einfach in den Chat schreiben, bitte in Deutsch, was ihr fragen möchtet. Ansonsten wühle ich mich weiter durch die Fragen, die ich mir gestellt habe. Okay, Brisk, with all due respect, we are going to continue with Riggs right now and are then going to go to you as well later on. If there are going to be any questions asked, they will most probably be in German and he asked his stream to you also only provide them in German. Ich verstehe. Okay. So wie ich das aus deiner Bewerbung für den CSM 16 raushöre, Riggs, bist du auch ein Freund der Allianzturniere? Mehr Gemeinschaft, mehr Kommunikation der Spieler untereinander in Turnieren? Riggs, that question was directed to you. In a way, Valdek understands that you are, as a person, a supporter of the Alliance tournament and as the collaboration between players inside of that. Is that correct? Absolutely, yes. I am a huge supporter of the Alliance tournament and of EVMT and plenty of friends there. And I believe that the Alliance tournament is an important element of what CCP and EVE Online represents to the public. And I think that it should be played on TQ, and that last year we had an Alliance Open, which went very, very well, and kudos to everybody involved, but it was played on a test server and the kills weren't real. The ISK destroyed wasn't real. It was played on Thunderdome, and that's not the Alliance tournament that that we've become used to. And I think that should be returned. To TQ, the Tranquility. Okay, ja, es ist für ihn ein sehr wichtiges Element, vor allem in Anbetracht dessen, dass es der Öffentlichkeit gegenübersteht und sozusagen ein Aushängeschild für Eve ist. Jedoch sollte es auf Tranquility gespielt werden, weil letztes Jahr wurde es auf dem Testserver gemacht. Das war alles ein wenig meh, weil die Kills waren nicht echt, die Situation war nicht echt, es hatte ein seltsames Gefühl und er ist der Meinung, dass es im Endeffekt wieder auf dem Real-Server laufen sollte. Ja. Ich denke, da schließen sich fast alle Spieler bei an. Wenn man EVE spielt, muss man auch mit PvP und mit Verlusten reden und alle Verluste in EVE müssen final sein. Keine Erstattung. Ich schließe mich da auch an. Ich denke, viele CSM-Bewerber sehen das auch so. Und das ist sinnvoll und gut. Brisk, was hältst du von dem Thema Allianzturniere auf Tranquility? Brisk, that question is directed to you. What's your opinion upon Alliance tournaments on Tranquility? I think it's absolutely critical to maintain
keeping the Alliance tournament on Tranquility. I think that, yes, there's always the issue of old money and teams that have a lot of money being able to buy really expensive stuff and fly them in the AT. But at the same time, the Alliance tournament is supposed to be an Alliance tournament, and it's supposed to be supposed to provide a way for the Alliances to fight each other in a controlled environment. And there should be consequences to that. People should lose things. And EVE is a game about loss. And I think that that's one of the benefits. One of the things I liked about the AT was that people were losing stuff in the real game, not on a Thunderdome server or somewhere else. So I would support it being maintained on TQ. Kurzum, ja, er sieht es als einen kritischen Punkt, der angesprochen worden ist oder der angesprochen wird. Es sollte in seinen Augen auch Tranquility sein, ganz einfach aus dem Grund, weil es EVE ein Spiel ist des Verlusts und wo auch sowas mal wehtun soll. Und ja, natürlich, es wird immer das Problem geben, dass es Leute gibt, die Geld haben und demzufolge teure Geld, viel Geld ausgeben können und teure Schiffe fliegen können. Aber kurzum, es soll ein Bereich sein, wo Allianzen sich freundlich ein wenig käppeln können, wo sich Allianzen freundlich messen können, aber das soll auch einen gewissen Wert dahinter haben. Ja. Was er gesagt. Hat er gesagt, ja. Es, im Prinzip ist es ja so, dass, also ich kenne keinen CSM, der nicht irgendwo damit lebt oder das fordert, dass PvP, aber auch PvE besser wird. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen umschalten, weil ich jetzt Schwierigkeiten habe mit der Übersetzung hier bei mir. Okay, well, then that's that it. Giving or buying Waldeck a little bit of time, he agreed with the fact, or he basically just said that there is no CSM who's saying, okay, PvP and PvE is not supposed to get better. And he's currently having a little bit of a trouble with his translations, so just give him a second of time. Ich möchte euch beiden die Möglichkeit geben, dass ihr möglichst die Zeit bekommt und dass das ausgeglichen ist. Trotzdem muss ich jetzt mal ganz kurz zu Brisk wechseln. Brisk, was zeichnet dich aus für den CSM, außer dass du bereits zwei Legislaturperioden als CSM gestanden oder dabei warst. Was ist deine Expertise für diese neuen CSM-Wahlen? Waldeck is trying to handle the situation in which he's going to give you both the same talking time, basically, and hence the next question is directed to you, Brisk. What is your flag? Basically, you're having wherein you say, why should you be CSM? Not just because you've been CSM two times in a row, but like, what do you stand for? What's the thing you're proposing or a name you stand in for? The reason why I'm running is I feel very strongly that there needs to be a true player representative on the CSM, someone that is going to talk to all the players, go where the players are, talk to them as best he can in a variety of ways. And there really haven't been many folks on the CSM who have done that. And the result has been that typically you see the CSM and then you hear nothing from anybody throughout the time that they're on it until election season rolls around. I've tried to do differently. I want to be the person that everyone knows if they have an idea or a concern or something, they can come to me. I've been approachable. I listen. I'm on Reddit. I'm on the forums. I'm on 50-some Discords. I do shows like this. I do the meta show. I made the rounds of all the talk shows this weekend. I want people to feel like they have a true player representative on the CSM that's willing to listen to them and take their concerns to CCP, and who isn't there just to do what CCP wants or to explain what they're trying to do to the players. I have no desire to do that. My role, I see it as representing you to them, not the other way around. And that's how I've tried to do my last two terms on the CSM. That's what I want to do this time around again. Okay, kurzum, in seinen Augen brauchen wir jemanden, der nicht nur von den Leuten ist, sondern auch für die Leute spricht.
Normalerweise ist es kurz so, dass wenn du ein CSM wirst oder der ein oder andere, der zum CSM geworden ist, hat es zum ESM geschafft und dann hast du nie wieder was von ihm gehört bis zur nächsten Wahlsaison. Er versucht anders zu sein. Er hat es vor und er stellt sich hin als jemand, der sagt, okay, pass auf, ich möchte Spieler repräsentieren, das heißt, ich muss sowohl erreichbar sein, als auch zuhören können. Er ist sowohl im Discord zu finden, Website und so weiter und so fort. Das heißt, er versucht erreichbar für Leute zu sein, die Ideen haben. Er versucht erreichbar für Leute zu sein, die Fragen haben und so weiter und so fort. Und er möchte der Spielerepräsentant sein. Er will nicht derjenige sein, der am Endeffekt CCP erklärt, also der das, was CCP verzapft, erklärt den Spieler, sondern er möchte derjenige sein, der dann Unmut der Spieler CCP erklärt und sagt, hier so nicht, oder der sozusagen von zu CCP die Dinge der Spieler heranträgt. Okay. Risk. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was treibt dich zum CSM? Hast du da etwas, was du Brisk entgegenhalten kannst? Warum du oder vielleicht kommt auch ihr beide in Frage? Okay, Rix now. Now to you directly more or less the same question. What's qualifying you to be CSM? What's your flag, what you're going to wave as a CSM to get elected or even get both elected? What would you do, like, conjoined? Well, I think that the important issue here, I mean, the issue, the important thing is that I've been a player since 2008. I have a history of already working with CCP since 2014 professionally. As a matter of fact, I'm currently working with them on the Eve merch store. You see the image on the screen there. That's mine. That's available right now on the Eve merch store. I've worked with them on various projects. I have a lot of experience getting things done. I've advocated for a lot of things over the years, like the return of the frill to the Vagabond, the banning of Warcore stabs in Faction Warfare Plexes, the introduction of the Ballast Navy Frigate. I could go on. So. I'm also a player event guy. I've been running player events back in March. On March 6th, we had FFA that I hosted in LOSEC, which by the end of the day had resulted in the destruction of 12,500 ships. And CCP Fozzy was kind enough to authorize that as the most ships destroyed in a single day in LOSEC history. So I'm kind of proud of that as well. And that's something that I've been doing since 2009, when I hailed the first death race through Providence, which Mike Azaria was part of. So that's how far back my EVE history goes. And I feel like I'm going into the CSM with all of that history behind me and ready to get started on the first day and make a real difference for, especially for faction warfare. I feel that that's been ignored for far too long. And I know that there's probably some things coming up already in some of the future quadrants. I just want to make sure it's done right and that it's something that we can all be proud of and be engaged with. So that is really, in a nutshell, why I'm running for CSM. Ja, Brisk ist auch sehr stark vernetzt. Wir könnt also sehr gerne mal schauen auf seinem bei Twitter, er ist bei YouTube, er ist quasi überall vernetzt. Ich finde das großartig, trifft aber gerade für beide CSM-Bewerber zu. Rix, warst du schon vorher einmal CSM? Soll ich das nicht übersetzen? Oh doch, bitte. Entschuldigung. Okay, the important thing, ganz oder. Das Wichtige ist, er versucht als Repräsentant der Community sich hinzustellen und sagt, okay, ich spiele das Spiel seit 2008, ich habe seit 2014 aktiv mit CCP schon zusammengearbeitet, unter anderem arbeite ich zusammen mit EVE oder mit CCP und betreibe den EVE Merchandise Store oder helfe dabei. Somit hat er an einigen Projekten von CCP schon mitgearbeitet. Er hat viele Dinge beworben, auch während dieser Zeit. Und er selbst steht zum Beispiel unter anderem für, dass die Faction Warp Core Steps gebannt werden aus Plexen, also in
Losek Plexen. Er hat das ein oder andere Schiff versucht zu reintegrieren oder generell zu integrieren. Er persönlich hat mit seiner Community oder mit seinem Kreis im Endeffekt auch mehrere Events schon veranstaltet, unter anderem Death Race, wo am Endeffekt, ich habe mir jetzt das Jahr nicht gemerkt, tut mir leid, er veröffentlicht hat oder am Endeffekt veröffentlicht wurde, dass aufgrund dieses Events, der an dem Tag die meisten Schiffe in Eve einmal gestorben sind. Und ja, was am Endeffekt er möchte als CSM den Unterschied machen, er möchte Faction Warfare unter anderem vorantreiben, auch wenn er weiß, dass das definitiv bestimmt schon von CCP irgendwo unter Mangel ist. Aber er möchte es übersehen und gucken, dass es richtig gemacht wird. War er schon mal CSM? Have you already been CSM? No, this is the first time that I've ever run for CSM. I've obviously worked on others' campaigns in the past and helped support LoSEC candidates and other candidates in the past, but this is the first time that I've run for CSM. Nein, das ist das erste Mal, dass er CSM sich wählen lässt. Er hat natürlich schon mit CCP zusammengearbeitet und hat sich auch schon öffentlich hingestellt, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass er sich als CSM wählen lässt. Finde ich gut. Rix Jarvix hat unheimlich viel Expertise bewiesen, sei es durch Events, die er veranstaltet hat. Irgendwas war da jetzt gerade letztens mit den Fregatten. Also er ist sehr aktiv. Ich kenne Rix Jarvix nicht als Spieler direkt, aber durch seine Bilder, die er macht, durch seine Aktivitäten in-game, jetzt kürzlich, glaube ich, groß war das, warte mal, muss mal gucken, ob ich es wieder finde. Zack. Hier das Event, das war ein ganz großer Erfolg, das war sehr schön auch anzuschauen, alle haben sich an die Regeln gehalten, auch das ist ein Projekt von ihm mit initiiert. Ich denke, du hast große Aussichten und auch das nötige Potenzial, dass du 2016 CSM wirst. Nix. Valek basically just said, well, he may not know you personally, Rix Javis, out of the game or anything, but he knows that you are well-versed, that you are well-connected already, that you have done a lot for the game, and that you already did great work with the projects you've hosted, for example, the race, which he remembers we have sadly yet not taken part of, but he heard a lot of that and is... excited to see, let's say it that way, that you're doing something like that and that you're now even going to go so far and try and get yourself elected. Well, thank you very much, Danke. Yeah, appreciate that. And I don't know what else to say to that, but I appreciate the comment. Thank you very much. Sincerely. Wir kommen gleich nochmal auf das zurück, was deine Kunst ist. Und die Alerts sind da drin, sorry, aber die gehören zum Stream dazu. Machst du eben kurz den Hinweis für die Alerts? Ja, natürlich. First thing and first, sorry for the alerts, they are part of the stream and it's too complicated to deactivate them right now, even though they're a little bit of overcovering your art. Okay. You're just a kill hero. So. Jetzt mal ganz kurz zu Brisk Wubal. Man hört in dem, wie du redest, dass du aus der Politik kommst. Politik ist, glaube ich, dein Geschäft. Brisk, it is obvious from the way you speak that you're coming out of politics, right? It's who you are, basically. So in real life, in the United States, I am an attorney and what we call a lobbyist. I represent the Merchant Marine in Washington, D.C. I go to Washington and advocate on their behalf. That's the commercial ship owners and operators. And then I represent the crew members on board the vessels. I've served in the government, the federal government in the United States. I've served at the local level in the United States. I've run for office twice. But that's my day job, and that's kind of my thing. That's how people got to know me in Eve. I was the real-life politician
running for CSM back in 2018 when I first got elected. And I keep that going because it's fun and people like it. And it's my way of being a little bit different. So, and I find that when you're running for anything, whether it's real life politics or the CSM, having a reason for people to remember who you are is good. Rex, everybody knows Rex because he is the master of all things Eve when it comes to artwork. And I like to think of myself as the politician. I started playing Eve before I was an actual politician. So I've been playing this game for 15 years, way longer than I've been in politics. Okay, long story short, er spielt das Spiel seit über 15 Jahren, auch eben schon bevor er ein Politiker geworden ist. Aber er sieht es als ein wichtiger Bestandteil, dass er heutzutage Politiker ist. Er stellt sich in Amerika hin und ist, ich glaube, Attorney, ich weiß jetzt gerade nicht, das ist, glaube ich, ein Richter, würde man das am besten übersetzen, oder ein Vertreter. Im Endeffekt steht er dafür ein, dass die ein oder anderen Marienschiffe, ich habe das jetzt nicht leider genau im Detail gemerkt, sozusagen die verteidigt er die Crew und so und steht da im Endeffekt für den Namen mit seinem Namen und tut die auf rechtlichem Sinne sozusagen vertreten. Der Chat schreibt Anwalt. Anwalt, dankeschön. Genauso tut er dafür arbeiten, sozusagen hat er sich auch in Amerika ein, zwei Mal wählen lassen jetzt und das ist sozusagen sein Standpunkt aktuell. Er sieht es, dass zum Beispiel der nette Rix Jarvis als der Künstler in Eve und im CSM-Team bekannt ist und sich so seinen Namen macht. Genauso macht er sich halt ein bisschen sozusagen aus damaligen Gag 2018, als er sich das erste Mal wählen lassen hat, der Eve-Politiker zu sein. Und in Anbetracht dessen, dass es ein Fakt ist, an den Leute sich dann sozusagen dran erinnern können, glaubt er, dass es sowohl für unter anderem Rix als auch für sich selbst gute Werbung und gute Publicity ist. Eine Frage aus dem Chat, schon vor einiger Zeit gekommen, Risk. Nenne 5 Dinge, die du bereits als CSM erreicht hast. 1 kenne ich, der rote Punkt zum Abschalten. Was hast du noch? Okay, Brisk, name 5 things that you've managed to achieve as a CSM so far. We all know about the point, the red point, that you can deactivate it, obviously. So, name 4 more, come on. The other 4, that, and I put it in the chat earlier, the getting your, when you're setting your destination, finally getting the autopilot that does the routing to determine, to show you, use the jump, the player owned jump gates. That was something that we had put forward and suggested to CCP, and they put that in the game. Obviously, the Tech 2 salvage drones that Dunk Dinkle from Brave pushed, we continued pushing that after he left the CSM. We were able to get those introduced in the game this year. I was able to work with some of the fleet commanders to get them some changes that they had asked for on the monitor ship. So that there's a drug and a probe bay on the monitor that they didn't have before, and that they can target paint structures to get on the kill mails that they couldn't do before. And then I think the biggest thing, the one thing that I think everybody really likes, besides the red dot that we did, was multiple jump clones in a single structure instead of having to have like a dozen clone bays across a system. You could put more than one clone in a single structure, and I think that's been very positive change. And that's all stuff that the CSM brought to CCP and asked them to do, and they did for us. Okay, also an alles, was ich jetzt gleich aufzählen werde, das sind im Endeffekt so Dinge, die er mit dem CSM-Team oder wo das CSM-Team in Allgemeine daran gearbeitet hat, das ins Spiel zu integrieren für die Spieler. Unter anderem war er damit im Endeffekt am Arbeiten, Multiple Jump Clones, also multiple Sprungklone auf einer einzelnen Struktur installieren zu können. Das ist in seinen Augen etwas, was wichtig ist für sowohl alle im Spiel als auch einfach nur ein geiles Ding, was einfach nützlich ist, als auch, also neben dem roten Punkt, was schon Waldeck angesprochen ist, hat er mit FCs, also mit Flottenkommandern zusammengearbeitet und hat es geschafft, dass die Monitor eine Drogenkofferraum hat, nenne ich es jetzt mal. Okay, Pocket. Genau, und also ein, okay, ja, ein Laderaum. Und dass man mit Target Paintern sozusagen auch als FC sich sozusagen auf die Killmail schnorren kann von Strukturen. Er hat mitgewirkt an der Salvage-Drohnen-Implementierung von den Tech 2,
also die Tech 2 Salvatron-Implementierungen. Und er hat unter anderem auch daran gearbeitet, dass die Autopiloten es nun seit langem endlich hinbekommen, Jump Bridges in der Routenplanung mit zu implementieren. Ja, dafür alleine könnte ich ihm die Füße küssen. Tue ich aber nicht. Danke, das war's. Fünf. Solely for the fact of the jump bridges, Valik just said he could kiss your feet, but well, obviously not possible, nor would he do it. That was a big change, and I was glad we were able to get that done. That was a huge quality of life change for, I think, for everybody. Yes, and I love you for it. Noch eine Frage, die einen erfahrenen CSM-Kandidaten betreffen. Wie reagiert CCP auf den CSM, auf alle 10, wie sie dort sind? Könnt ihr sagen, dieses wollen wir nicht, und reagiert CCP darauf, oder brauchen sie Argumente? Wie sieht eure Kommunikation, eure als CCP gesamt, mit den CCP-Entwicklern aus? Wie kann man da am besten arbeiten, oder wie arbeitet ihr? Was ist deine Erfahrung? Weil das ist jetzt auch etwas, was Rix auch interessieren wird, wie diese Arbeit funktioniert. Kannst du dazu was sagen? Okay, the question towards Brisk Rubal. As an experienced CSM, what is your stance on how CCP basically interacts, reacts with the whole CSM team, with all 10 of you? Can you just go in their walls and then say, no, we do not want that, and they are listening to you, or are they requiring at least an explanation, or how is the dynamics between you as the CSM team, or in a CSM team with CCP? That is a question that could potentially also interest Rix, who might as well, if he manages to get a CSM, have to be introduced into that dynamic. Das ist eine schwierige Frage. It's tough. It depends on a lot of different things. I think there are certain times when the CSM is unified and we can go into a meeting and say, this is absolutely the worst idea we've seen. You guys absolutely can't do that. And we can get the company to back down. And then there are times when, for instance, on the scarcity changes, where we've gone in and said, we really don't like these changes. We wish you guys would do something different. And they've said, well, we already made the decision and this is what's going to happen. We're just telling you. So I think each CSM member builds relationships with different CSM developers, CCP developers, and that has an impact on what we're able to get done. The people that we talk to the most tend to be the ones that want to work with us and are more willing to work with us, but there are times when the company is going to go the way that they want to go, and they know that the players are not going to like it, and in that situation, it's very difficult to influence them or get them to change their minds. But for the most part, we work well, pretty well together, and like I said, there's plenty of situations where we have presented things and suggested things that have ended up in the game, and where we've been able to stop them from doing stuff that we think is a really bad idea. Okay, kurzum, die Frage ist unglaublich schwer zu beantworten. Es ist abhängig von sehr, sehr vielen Faktoren. Und manchmal ist es halt einfach so, hat ein bisschen erzählt, bei manchen Dingen sind die CSMs sich einig und sie gehen geschlossen zu CCP und sagen, nö, so nicht. Und CCP hört tatsächlich dann da drauf und sagt so, okay, müssen wir es anders machen. Dann gibt es aber auch so Themen, wo CCP einfach so ins Meeting reinkommt und sagt so, das ist jetzt, so lebt damit. Und es wird nicht mehr dran gerüttelt und der CSM sitzt dann da und kann daran auch nichts mehr ändern, obwohl er mit, oder die CSMs sitzen dann da und obwohl sie da so dagegen sind, müssen sie mit der Änderung leben, die CCP im Endeffekt durchbringt. Kurzum, jeder CSM-Member hat im Endeffekt eine andere Verbindung oder eine andere Ebene der Verknüpftheit mit den Entwicklern. Manche Themen wissen CCP-Mitarbeiter nicht so recht und da ist dann im Endeffekt ein CSM sehr in der Lage, noch einen Einfluss drauf zu nehmen, um es eventuell in die richtige Richtung zu treiben oder mit daran zu helfen, zu arbeiten. Das, da wird viel Diplomatie und Fingerspitzengefühl
notwendig sein. Manchmal kann man seine Themen auch nicht am heutigen Tag durchbekommen. Manchmal ist es besser, etwas zu warten und den Hebel dann neu anzusetzen. So stelle ich mir das vor. Es ist eine schwierige Arbeit. Also wer im CSM sitzt oder Teil des CSM im Gesamten ist, das ist keine leichte Arbeit. Da bin ich von überzeugt. Für die beiden, die jetzt da sind, für alle anderen auch. Well, to the two of you, basically, Wolek just said the work you're doing is exhausting and probably very hard work, which requires a lot of finesse and diplomatic skills in both cases. And he, yeah, well, I believe the point of him is just to say thank you, I guess. Yeah. Hey, you're welcome. War jetzt gerade irgendwie eine Störung dran? Bitte schön. Oh, okay, alles okay. Eine Frage aus dem Chat. A question from the chat. Jetzt ist er gerade weg. So, da wird gefragt, könnt ihr auf kurz auf das Wahlsystem eingehen? Das wäre, weiß ich jetzt nicht, ob man das nachlesen kann. Es gibt ja zwei Stimmen, die man abgeben muss. Wer von euch beiden möchte über das Wahlsystem reden? Risk or Risk? Okay, there's the question about how actually the election is going to work. A member of the chat is interested in if or if both of you are able to convey how that's going to work. There are two voices, he believes, so how to and who to elect with it. And which voice counts to what? I can go through that if you want, Rix. Yes, and I was going to say, since you've done it already. I'll do it briefly. Yeah. The way the elections work, it's a single transferable vote system. You get 10 votes, and you rank them in the order that you like the candidates. So you put your favorite candidate as number one, and you go in order of who you like best until you fill out the full 10. It's critical. Sehr wichtig. That you fill out all 10 slots, because that gives you the best chance to get one of the people that you like elected. And how it works is when the votes are cast, there's an algorithm that goes through and sorts everything out and determines how many votes are needed to win based on the total number of votes cast. And then it ranks people and it goes through each ballot. And the way that it works, if your number one choice is eliminated, then your vote goes to the next person on your list, all until the person that you have chosen, one of the people you've chosen, gets elected, and then your vote counts for that person. So it's critical that you fill out the entire ballot. The more you fill it out, the better. If you only vote for one person or two people, if neither of those people get elected or make it past a certain number of rounds in the voting, then your ballot is exhausted and it just goes away and your vote didn't count for anything. So I always tell everybody it's critical that you vote all 10 slots if you can. And that's how the election works. Okay. Mal gucken, ob that's tough. I'm sorry to make you have to translate that. It's fine. I made a little bit of notes. Took me a lot. Maybe I have to ask at a certain point, but okay. Okay, wie funktioniert das Voting-System? Kurzum, es ist ein absteigendes Voting-System, wo wir am Endeffekt 10 Stimmen haben. Und ihr sollt am Endeffekt erstens als unglaublich wichtig alle 10 Stimmen abgeben. Do not let any of those voices go away. It's important. Lasst keine der 10 Stimmen verschwinden, Leute. Das ist unglaublich wichtig. Danach, am Endeffekt, wenn alle 10 Stimmen abgegeben worden sind oder wenn ihr abgewählt habt, am Endeffekt, und die Stimmen ausgewählt werden, geht ein Algorithmus durch alle durch. Den ihr als sozusagen Nummer 1 gewählt habt, ist am Endeffekt euer Favorit, der als Nummer 10 sozusagen, der den ihr am wenigsten mögt. Und dann geht es so durch, geht der Algorithmus durch und guckt, okay, wie viele haben den gewählt, und wenn sozusagen ein gewisser Kandidat eliminiert worden ist, also schon gewählt worden ist, dann geht er sozusagen eine Stufe weiter, wenn das sozusagen euer Favorit schon gewählt ist, nimmt er sozusagen die Stimme von einem zweiten Favoriten und guckt nach, okay.
Und das vergleicht am Endeffekt einen Algorithmus und guckt, dass sozusagen keine Stimme verloren geht. Wenn der Fall ist, dass ihr zum Beispiel bloß drei Stimmen gewählt habt, der alle drei von denen schon im CSM-Team sitzen und dann eure Stimme angeguckt wird, kommt das im Endeffekt zu dem Problem, wenn ihr keine Stimme mehr habt, die Stimmen sozusagen aufgebraucht sind, dann ist eure Stimme null und nichtig und das ist auch blöd. Das heißt, unglaublich wichtig, alle 10 Stimmen abgeben, dann kann der Algorithmus ein so genau wie mögliches Ergebnis daraus generieren. Also eins ganz wenig, 10 ganz, ganz besonders lieb. Brisk, how is it? Is 10 is the most favorite or 1 is the most favorite? Number 1. Okay, er hat gerade gesagt... 1 zum 10. Von 1 zu 10. Also 1 ist Platz 1, 10 ist sozusagen den du am wenigsten leiden kannst. Im deutschen Schulsystem ist 1 auch die beste Note und 6 die schlechteste. Genau. Basically a lineage towards the German way of grading. 1 is the best mark, 6 is the least best mark. Okay. Eine Frage vom Chat, ich weiß aber nicht, ob ich sie richtig übersetze. Glaubst du, dass CCP jemals die Highsec-Mechanik wieder so ändern wird, wie sie früher war, als der Fragen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, als er anfing, war das alles, war Avox und Korbdiebstahl, Moment, ich finde die Frage nicht wieder. Irgendwas ich sehe sie hier. Ja, kannst du das übersetzen? Moment, mal gucken, ob ich sie verstehe. One second. First, I'm going to translate the question to German. I think you already have read it, and then I'm going to also read it out in English. Glaubst du, dass CCP jemals die Mechaniken so ändern könnte, wie sie schon mal waren? Wenn ich angefangen habe, war Avoxen und Kooperationsdiebstahl. Ja, am Endeffekt hat das mich am Endeffekt ein bisschen weggedrückt. Was war's? Frage alles, was er machen konnte, war im Endeffekt war mit Avox und Korbdiebstahl. Und das hat mich im Endeffekt vom Spiel ein wenig wieder weggedrückt. Ich verstehe die Frage nicht, bin ich ehrlich. Okay, dann English. Dann streichen wir sie. A little bit of a trouble with the question. Maybe it makes sense in your language. Do you think CCP will ever change Highsec mechanics back to how they used to be? When I started, that's all I did was AWOX and Corp Theft, but when they made those changes, it pushed me away from the game for years. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. I think it's unlikely that they're going to make a lot of changes to make it easier to do AWOXing and Corp Theft. I don't think they've made a lot of changes that make it harder. I know they've made, we worked very hard to get changes to the war declaration mechanic because it had a lot of problems for newer players. But the reality is CCP cares a lot about new players and they're doing their best to try to make the beginning part of EVE, which unfortunately tends to spend a lot of time in HighSec, they want to make that more welcoming and open for newer players. And that means some of the stuff that we grew up doing is not exactly as open and welcomed as it used to be. So I don't foresee any major changes rolling it back to how it used to be in that regard. Okay, kurzum, Antwort, nein, es wird wahrscheinlich nicht mehr so werden wie früher, weil heutzutage jeder neue Spieler wichtig ist. Ja, wir haben uns können uns alle daran erinnern, wie wir in der Vergangenheit gewisse Tätigkeiten getan haben, welche vielleicht heutzutage ein bisschen unsprechlich sind. Jedoch steht CCP dahinter im Endeffekt, solche Dinge vor allem gegenüber neuen Spielern so schwer wie möglich zu machen, dass man eben diese grieft oder so weiter und so fort. Dass sozusagen neue Spiele die Möglichkeit bekommen, ins Spiel zu finden. Eine Frage an Rix. CCP hat ja in den letzten, ja, sagen wir mal, 18 Monaten viel in der Markt- und Rohstoffmechanik herumgeschraubt. Siehst du ein Ziel, worauf CCP mit den letzten Änderungen auch bei Erze und Mineralien hinaus möchte? Was denkst du, ist das, worauf CCP hinarbeitet?
Rix, a question directed to you in the end. Well, we've all looked into Eve and played it and seen that CCP has made some changes towards, for example, the resources right now, that there's a little bit of a tightening and the faucet's going to go dry a little bit. It's getting scarce and resources are being spread thinly. What is, in your opinion, the end goal CCP is trying to make with that? What are they trying to accomplish? What are they trying to gain from that, basically? Well, I think that we're in the early days of it, but I think that the long-term plan is pretty simple to understand. We're all playing on a game that just passed its 18th anniversary. The market creep, ISK creep, however you want to define it, the expansion of the marketplace, the resources, Plex, all the things that go into bringing ISK into the game have expanded. It's like a, you know, it's just anybody who's been around for 18 years starts to get a little chubby around the middle, right? And I think that that's CCP's way. Well, the recent changes are a step in the right direction of tightening the belt a little, of trying to slow down some of that. And I mean, you could, you know, different parts of different other game are going to complain about different things like capital deproliferation, the expense of things. But I think we're at the very, very early stages of that. And I suspect they have more in plan. I don't know that for a fact because I'm not currently on the CSM, but it would be interesting to see what their future plans are and how they're going to follow up with the changes that they have made already. But I suspect that what we're seeing is CCP trying to curtail some of that expansion of the economic impact that the resources have had. Okay, let's see if I get translated completely. Kurzum, was gerade gesagt hat, sieht es so, dass die CCP-Mitarbeiter diese Ressourcen so ein bisschen einknappen, weil am Endeffekt das Spiel ist numero 18 Jahre alt, ist volljährig, kann Alkohol trinken, let's go. Jeder, der das Spiel spielt, sozusagen weiß über den Markt Bescheid und hat auch gesehen, dass der Markt sich über die Jahre sehr weit ausgebreitet hat, sehr tief wurde und die Taschen immer voller, während vielleicht die Ressourcen immer billiger wurden und so weiter und so fort. Also im Endeffekt hat er gerade gesagt, wir wurden alle ziemlich fett. Und jetzt ist sozusagen CCPs berechtigter Anzug an diesem Fakt, diese Gewichtigkeit ein wenig den Gürtel enger zu schnallen und zu gucken, okay, dass auch neue Spieler eine Chance haben, in den Markt einzusteigen und so weiter und so fort, dass diese dass Mineralien wieder faire Preise haben, dass Arbeit in Eve sozusagen wieder einen Wert hat. Und das ist, glaube ich, kurzum das, was er mehr oder weniger im Sinne gesagt hat. Besser kann ich das, glaube ich, nicht übersetzen. Er hat aber auch gesagt, er weiß aktuell nicht, ob das am Endeffekt so zum Effekt trägt, weil es sind ja erst seit sehr kurzem raus, die Änderungen. Und er glaubt, wenn CCP dann noch Änderungen in der Zukunft hat, das weiß er jetzt leider nicht, weil er ja noch nicht aktuell Member des TSM-Teams ist, soll es dem Wohle des Spiels zugutekommen. Ja, ich habe da auch eine Meinung zu. Viele Spieler beklagen sich bitter darüber. Ich habe Kontakte, viel Kontakt im 00. Ich bin im gesamten New Eden herumgekommen und alle beklagen sich. Aber Eve Online ist ein Spiel, in dem man sich anpassen muss. 18 Jahre alt. Wer hat das, welches Entwicklerteam hat das geschafft? Es ist unglaublich. Ich feiere das Spiel jeden Tag aufs Neue. Und ich feiere vor allem die Menschlichkeit in dem Spiel. Wallach has also made some experiences with that and has, of course, has his fair share of player which shout and cry about everything about that fact. But we have to be realistic about that fact that Eve is 18 years old and he is a man who has traveled all the spaces, has good connections to Nullsec, in Highsec and everywhere. And yes, he shares in basically the tone you've given Rix. Ich denke, dass Brisk Gruber auch etwas dazu sagen möchte. Though on the flip side, Brisk, what's your opinion on the matter? What's your opinion on the question we've asked earlier? You sure have. I don't have to repeat it.
Which question are you asking about? Okay, then what is your opinion about the current resource changes and basically what's the end goal of CCP? What are they going to trying to aim at? Ich habe keine Idee. I don't know. The big problem that we have right now is we're in about 15 months worth of scarcity. I've asked, what does a healthy economy look like? And they can never give us a straight answer. The answer is always, well, we'll know it when we get there. So I don't know what the end goal is. I assume that they throw words out like, we want it to be sustainable, we want it to be fair, we want it to be more distributed across the universe. But I don't know when they're ever going to realize or whenever they're going to get to that point where they can say that they've finished. So I've been pushing on the CSM. We've got to get out of the scarcity phase. The players have had it for 15 months. They're tired of it. They want to be able to go back to do the stuff that they used to do. Let's slowly start turning the faucets back on so people can generate ISK. They can go back and mine. They can go back and rat and do the stuff that they like to do. That they've made enough of these changes, and it's time now for us to get something. The English thing we always talk about are carrots and sticks. You give the carrot so that you get something good. You get the stick to beat the dog so he stops doing something bad. So the whole idea is we've got enough sticks. We want some carrots now. And I've been asking, when are we going to get some good things back in the game that players are asking for? And I'm hoping that will be soon, but I have no idea in terms of what it is, what their end goal is going to be, because I don't even know if they know, to be honest. Brix hat absolut sowieso gar keine Ahnung, was CCP diesbezüglich bezwecken möchte. Wir sind jetzt innerhalb des 15. Monats der Ressourcenknappheitsphase, die jetzt aktuell anbrennt. Und er hat mit dem CSM-Team schon seit Monaten die CCP-Mitarbeiter gefragt und gesagt, jo Leute, was ist denn eigentlich euer Endziel dahinter? Wann gehen die ISK-Hähne wieder auf? Wann kriegen wir wieder Geld? Was denn da hier los? Er glaubt, dass nicht mal CCP wirklich in der Lage ist, zu sagen, wann das ist, weil am Endeffekt sind sie bis jetzt unfähig gewesen, auch darauf eine Antwort zu geben, weil die Antwort, die sie bis jetzt gegeben haben, ist, ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Und ja, das ist jetzt nicht so sehr befriedigend, wie man glaubt oder erhofft hat. Die Phase, in der wir jetzt alle sozusagen den Wasserhahn zugedreht bekommen haben, wird er definitiv einstehen dafür, dass sie wieder aufgehen, die Wasserhähne von, oder die ISK-Hähne nennen wir jetzt mal. Und ja, ich glaube, das ist sozusagen der Grundgedanke, welchen er hier erwähnt hat. Ja, ich habe auch gerade mal seine Liste aufgeführt. Übrigens auch eine Empfehlung. Ich habe sie schon in Twitch-Chat gepostet. Risk List of CSM Things to Do, und Punkt 1 gefällt mir sehr gut. Okay, Risk, Valdek just opened the list and advocated it in the chat as well. He very much likes your first entry, fix everything. Es spricht für einen guten Humor. Den habt ihr aber beide. It shows that you both have a good sense of humor. Oh. Danke. Es ist ungewohnt, Deutsch jetzt aus von dir zu hören, aber ich gewöhne mich dran. Man versteht dich gut, Brisk. Vielen Dank. So. Ganz kurz zu Rix, wir hatten vorhin einmal kurz über deine Arbeit gesprochen. Es gibt Leute, die sagen, es ist Kunst. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein Job. Was ist deine Arbeit für dich? Ist es Kunst? Oder ist es, was ist es für dich? Okay, Rix, a question directed to you. We've talked previously about the
let's say things you've done. Some may say it's art, some may say it's a job or work. What is it for you personally? Well, for me, okay, I mean, that's a great question, thank you. For me, it's just my life. I've been doing it since I was in the fifth grade, since I was very, very small, and I've never stopped. Every single day, I'm creating something, whether it's for a client, whether it's for a business, or whether it's for Eve, whatever it is. I have a studio, you're in it right now, and this is where I live and work, and this is all I do. I'm writing, I'm creating, I'm creating videos, writing scripts, branding major corporations or alliances in the game. I've just nonstop since well over 30 years. So that's just, it's just my life. It's my passion, and being creative, expressing myself, and doing those things is just part of who I am. Das ist eine gute Frage. Kurzum, für ihn ist es sein Leben. Ich glaube, mehr kann man darüber nicht sagen. Er sitzt aktuell in seinem Studio, er sieht die Werke, welche er getan hat im Hintergrund. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht wirklich sehr viel sagen, um zu sagen, jo, es ist sein Lebenswerk und sein Leben im Endeffekt, was da ist. Und das ist für ihn, hat es einen wichtigen Standpunkt. Ich glaube, besser kann man das jetzt nicht übersetzen, es sei denn, man hat es direkt vom Englischen persönlich. Ich wollte das einfach nur hören, weil ich habe diese Gabe nicht. Ich sehe die Bilder und nehme unheimlich viel Kreativität wahr, und ich frage mich, warum kann ich das nicht? Das ist kein Neid, ich kenne keinen Neid. Ich finde, für solche Arbeiten habe ich wirklich, in Germany we say Gänsehaut. Ich finde das wunderbar, ich finde das großartig. Jeder Mensch hat bestimmte Qualitäten, und ich finde, ich kenne niemanden, der sagt, das, was du da zeichnest und machst, dass das irgendwie, es ist einfach nur schön. Alles. Danke. Okay. Basically, Wallach just said thank you, because he looks at your images and at the art you're doing, gets goosebumps and gets himself infused with the creativity. He sits sometimes there and is like, why can't I do something like that? And it's a little bit of a downtrodden side, basically. But it's no jealousy of his part. He is inspired by the things you do, and he greatly respects you for doing so. Thank you. Man merkt so was Verspieltes da drin, aber auch wiederum eine Linie. One may realize a little bit of a playfulness inside of them. Yes, of course, a straight line as well, but it's, yeah, basically playful. Wo wir das Stichwort Spielen haben, irgendwann habe ich in den YouTube-Videos von Brisk Rubal seinen Sohn gesehen, wie er zusammen mit ihm an einer, ich glaube, Spielekonsole gespielt hat. Und im Hintergrund waren so die Konsolenspiele, wie sie früher in Deutschland oder überall auf der Welt in Spielhallen standen. Ist Spielen für Brisk Rubal außerhalb von Eve auch wichtig, auch verspielt? On the matter of playfulness, Brisk, searching through the video material you have uploaded on the World Wide Web, Valdek has found a little bit of a video wherein you've been displayed with your son playing, and in the background you've been able to see a few of those old cartridges and things that we all associate with games. And he would like to know, do you enjoy gaming or games in general, also outside of Eve? I am a huge video game nerd outside of Eve. I play everything, and my son has followed in my footsteps in that regard. So we play all kinds of stuff. I've been playing games since I was a little kid.
my first, this was back in the old Atari and in television days. I used to play all those, and then we got the Nintendo, and then we went all throughout the Xboxes and PlayStations and everything. So I play a ton of games besides Eve, but Eve is my main game, but I love video games, and I have for as long as I've been around. Bin ein alter Spieler. relativ witzig. Brisk ist ein Spieler, der alles spielt. Und er hat in seiner Karriere als Spieler sozusagen mit seinem Sohn unter anderem, der seine Leidenschaft teilt, durch die Zeiten sozusagen von Nintendo sich über Xbox und alles einmal drüber bewegt und hat sehr viel davon gespielt, aktiv und auch mit sehr viel Spaß dran. Jedoch ist Eve sein Hauptspiel. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Er ist ein aktiver Spieler, vielleicht ein bisschen auf der älteren Seite, aber aktiv. Ach, so weit sind wir nicht auseinander vom Alter. Ich bin auch verspielt. Eine Frage aus dem Chat. Wie viel Zeit hast du ich nehme an, für Brisk Urbal, wie viel Zeit hast du noch neben deiner Arbeit, um überhaupt Eve zu spielen? Okay, the question directed to Brisk, basically, we believe. 15 Jahren. Ich verstehe das Frage. Ah, okay. I played for 15 years. I started in 2006. No, that was not a question. Oh, that wasn't it? That was a different question? All right. The question was... Tut mir leid. Alles gut. Awesome. All good. The question was, how much time do you still have, aside from your day job and potentially now to work as a CSM, to actually play and enjoy Eve? To play Eve, I play every night. And I typically can get 2 or 3 or 4 hours in every night. I tend to spend a lot of that time streaming with my friends. One of the benefits of the job that I have now is that it provides me with the ability to set my own schedule for the most part. So there are times when I know that I can schedule things around when we have stuff going on, and that gives me a chance to play. And I think given the fact that I'm involved in this big NullSec war, a lot of that stuff is scheduled because we're fighting on timers and things like that. It makes it a little easier for me to make time to play. But I typically will play 2 or 3 hours at least a day of just Eve in the evenings for the most part. Kurzum, 3 bis 4 Stunden versucht er sich relativ regelmäßig Zeit zu nehmen und schafft es auch eigentlich jede Nacht, laut eigener Aussage, am Endeffekt spielen zu können. Er hat natürlich den Vorteil, dass er sowohl sein Leben als auch ein bisschen Eve dann ein bisschen drumherum strukturieren kann, dass er sozusagen die Möglichkeit hat, okay, dann muss ich da sein, dann muss ich da sein, sozusagen Dinge zu organisieren und in Intervallen sozusagen zu setzen, wie es ein wenig besser passt. Aber kurzum, er streamt aktiv und so weiter und so fort. So seine 3 bis 4 Stunden sind da täglich drin. Ich habe irgendwo ein YouTube-Video von dir gesehen, wie dein Tag in Eve aussieht. Und ich glaube, du bist aufgestanden, morgens früh, warst schon angezogen. Also es gibt viel Humor in deinem Leben, das sieht man auch in den Videos. Schaut bitte mal in Brisk seinen YouTube-Kanal hinein. Viel zum Schmunzeln und auch zum Lachen. Der Mann hat Humor, definitiv. Ich suche das gerade. Waldeck believes you've seen a video of you somewhere laying around wherein you've been displaying the day-to-day life you have in Eve. Like getting up, getting dressed, and from there on out, so basically. He's right now looking for that, actually. There it is. It's my last year campaign video. Yeah. Ja, es ist großartig. Er putzt sich die Zähne, ist fertig. Ich finde das großartig. Sowas muss man erstmal bringen. Ich glaube, deine Frau hat sich gefreut. hat sich gefreut, als du mit dem nassen Sakko unter der Dusche hervorgekommen bist. Well, he believes your wife might have a kick out of it, that you get out of the shower with a soaked with a suit on. Great. We had fun with that video. That was a good video to shoot. Jetzt wollen wir auch zu dem Thema auch mal Risk. Wie stark ist dein Bedürfnis nach
oder deine Ausprägung, das Rollenspiel in EVE auszuleben. Wir haben vorhin vor dem Stream kurz miteinander gesprochen. Es gibt ein Video von dir damals für Broadcast for Raps, wo du ganz klar sagst, wenn ich dich sehe, dann zerstöre ich dein Schiff. Wenn ich dich aus der Kapsel holen kann, dann hole ich dich aus der Kapsel. Aber dann kommt auch die menschliche Seite, wo niemand auf der Strecke bleiben soll. Wie stark ist das Rollenspiel oder wie wichtig ist das Rollenspiel für dich in EVE Online? An wen ging das? Brisk oder Rix? Rix, bitte. Okay, Rix, the question is directed to you. Sure. We've seen a video wherein you displayed, okay, basically broadcast for apps. If I be able to peel you out of your ship and your pod, then I will do so. But behind that, there is always a person. Of course. And he basically, well, Deck would like to know how far is roleplay for you going? When I first started playing EVE, I think that, like many players, I sort of played around a little bit with the idea of role-playing. But over the years, as my persona in the game and my real life have sort of merged, today I don't consider the two characters to be different. Me out here in the real world and Rix in the game are both pretty much the same person. So what I represent in the game is who I am. We have a code of honor. I mean, we are pirates, we are low-sec pirates, but we have a code of honor that we dictate to. And when we do happen upon unfortunate new players, we often spend 20, 30 minutes convoing them afterwards to give them tips and advice on how to play, how to do better, how to use their D-scan. We spend a lot of time doing that in our corporation, and I believe in that quite honestly. My involvement with the Broadcast for Reps, for example, the charity work that we've done at eFanFest and other player meets, having real players here in our house for the last 4 years, not counting last year because of the lockdown, but we have a player event where we invite players to our home. We've had 25 to 45 people in our house for the last 4 years. And so it's for us, for my wife and I, and for myself, it's just one and the same now. It's not even, there's no difference between the two things. Okay, kurzum, das ist relativ interessant für ihn zu beantworten, weil am Endeffekt, er hat am Anfang ein bisschen so Charakter und RP gemacht und hat sich als jemand hingestellt, aber über die Jahre, vor allem in Anbetracht dessen, dass er mit EVE sozusagen doch so nah zusammengearbeitet hat, ist diese Person mit ihm ein und derselbe geworden. Im Endeffekt sind die beiden Charaktere sozusagen zusammengewachsen und untrennbar, womit er sozusagen sowohl im Spiel so ist, wie er ist, als auch im RL so ist, wie er zu sein scheint. Und im Endeffekt ist es so, wenn er dich zum Beispiel aus dem Schiff pellt, tut er dir danach im allgemeinen anchatten und versuchen mit dir zu kommunizieren und zu sagen, hey, yo, was kannst du besser machen und so weiter und so fort und versucht sozusagen mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Er hat auch über die Jahre sehr viele, ich glaube 25 Leute bei sich zu Hause gehabt tatsächlich, also mal Spieler sozusagen nach Hause geholt, um mit denen zu reden und so weiter und so fort. Auch im Zusammenhang mit Broadcast for Raps ist er sehr aktiv und ja. Ich finde es immer wichtig, wenn ein Künstler, Streamer, jemand, der für eine Community etwas sein möchte oder ist, möglichst authentisch ist. In diesem Punkt ganz kurz reingeworfen, wir haben Tamja Cowboy hier als Zuschauer kurz im Stream, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Er streamt überwiegend auch Content für EVE-Einsteiger und macht also einen wunderbaren Stream. Also wenn ihr bei Tamja Cowboy vorbeikommt, er ist wirklich ein cooler Dude. Nur ich vermisse seinen Bart. Okay, for Valdek, this is one of the most important things, that, for example, also for an artist as well as someone who's like streaming, that you're going to get out and be authentic. And you basically are that. Also, he made a little bit of a side chat, wherein he invited everyone to a little bit honor a special guest right now in the chat.
Tamiya Cowboy is there around who's making good videos for new players. Welcome, Tamiya Cowboy. Thank you for those videos. And everyone, feel free to enjoy his or her content as well. His content, because Valdek is a little bit missing your beard. Sorry, es musste sein. So, haben die Leute aus dem Chat noch Fragen? Are there any questions from the chat? Prepare yourself, CSMs. There are going to be a lot of questions among. Ich sehe noch was. Er ersetzt neun Spieler die Schiffe. Das habe ich auch so verstanden, ja. Rix, you said you have a little bit of a hand approach with roleplay, basically. Are you replacing the ships you're shooting off new players, or how do you do that? We leave that up to every pilot, his personal inclination. In general, generally speaking, if they are younger than 3 months old, we tend to compensate them for their loss if they did something that was a common mistake. So let's say if they don't know how to use their D-scan, for example, last week, I landed on a player in a belt. He was ratting. He was in a Hecate, I believe. And I noticed that he didn't start shooting me until he was in structure. He was well into structure before his drones engaged, before he started shooting me. So afterwards, I looked up his information and I convoed him, and he was only 3 months old. It was three and a half months. And so I talked to him about that, and I found out that he did not know how to set up his overview, and he never saw me. It was only when his ship started screaming at him that he noticed that he was under attack by a player and not by the rats that were in the belt. So we had a very long, I probably was on combo with him 25, 30 minutes helping him. I linked him my overview settings. I went through the different menus with him. I helped him set up his menu and show him how to use the overview. And so that's the kind of thing that, you know, we do on a regular basis. It can sometimes eat up an entire session, I find it very fulfilling and to help use players. People can often say that pirates are out to, you know, gank new players or to take advantage of new players. I think it's quite the opposite. From my experience, our pilots want good fights. They want the people that we're fighting to fight back, to be good at the game, to try to get away, to, you know, to use their overview or D-scan, to be very good at being pilots. And so we spend a lot of time trying to help them do that. Okay, das ist eine etwas sehr längere Antwort, aber mal gucken, ob ich das so weit wie möglich zusammenfassen kann. Kurzum, die Frage, ob jeder sein Schiff ersetzt bekommt, ist eine Frage, die geklärt werden muss von Fall zu Fall. Nicht jeder Spieler ist gleich, und da muss man im Endeffekt darauf achten, wie man mit den Leuten umgeht und wie die Leute mit sich umgehen lassen. Er hat jetzt mal kurz erzählt, als Beispiel hat er letzte Woche einen Spieler gehabt, der durch die Welt geflogen ist und gerattet hat, wo er im Endeffekt drauf gelandet ist und ihn weggeschossen hat. Und erst als er tief in Struktur war, hat der Spieler angefangen zurückzuschießen. Kurzum, er hat angefangen, dann mit diesem Spieler in Kontakt zu treten, nachdem er gecheckt hat, er ist tatsächlich erst mal 3 Monate jung, der Mensch, und hat über mehrere Stunden hin, glaube ich, über 25 Minuten hin mit ihnen sich unterhalten, das Interface eingestellt, ein bisschen dabei geholfen, ein bisschen was erklärt, hat am Endeffekt dafür gesorgt, dass er ein ordentliches Interface hat, ist durch die Menüs mit ihm gegangen und so weiter und so fort. Das ist am Endeffekt eine Arbeit, neuen Spielern zu helfen. Das macht er und seine Jungs am Endeffekt nicht einfach nur so, sondern weil es Spaß macht und weil es dafür sorgt, dass die Gegner tatsächlich dann auch gut werden und Gegner sind, die wirklich Gegner sind. Und nicht sozusagen, die versuchen wegzukommen, die zurückschießen, die einen coolen Fight abliefern und nicht einfach nur sterben. Das ist genau der Bogen, zu dem ich hin wollte. That's especially the arc Valdek tried to curve you guys. Die
Mein Stream, mittwochs und freitags, richtet sich immer wieder an Einsteiger, EVE-Einsteiger, Wiedereinsteiger oder an professionelle Spieler, die einfach sagen, huch, da konnte ich doch noch was lernen. Und was für eine Möglichkeit, abgesehen von der Kommunikation mit den Leuten, was ich auch mache, sage ich allen Spielern immer, warum wurdet ihr abgeschossen? Hat das einen Grund? Fragt denjenigen, der euch abgeschossen hat. Der ist nicht böse. Ihr habt einfach nur eine zu dicke Geldbörse in eurem Schiff gehabt. Einmal übersetzen. If you know Valrek, you know that he's also streaming on Wednesdays and Fridays. And his goal is to help and support new players as well. He, for example, always tries to teach his people or his peers, his viewers, that if you get shot, dude, ask why you got shot. Usually the guy behind the other screen is not the evil one, but someone who can point out that you just had too thick of a purse, basically. Right, right. Was denkst du, außer diesen einzelnen Gesprächen und dadurch, dass du ein Vorbild auch für deine Community sein kannst, was denkst du, welche Punkte CCP verbessern könnte, beziehungsweise welche Punkte würdest du, wenn du CSM-Mitglied wirst, was denkst du, wo kannst du den besten Hebel ansetzen, um es einsteigern, das Spiel leichter zugänglich zu machen? Es geht nicht darum, den Spielern alles leicht zu machen, sondern sie sollen es verstehen. Was für Punkte, denkst du, kann man verbessern? Oder kann CCP verbessern? Okay, looking at that, you're already doing so, but you're doing it on a personal level. If you're going to get CSM, what points or where do you believe you're going to be able to help CCP improve the scenario and the situation for players not to find into the game, but to understand the game? That's a very good question. CCP has obviously for over the last, 5 or 6 years really been focused. Like, I think Bresk even said this earlier too about new players and how much we care about them and getting them into the game. As EVE goes to EVE Anywhere on a browser, as Echoes has, gone on to mobile, as EVE has increased in age, I think we're seeing, more new players, especially now with the lockdown. This last year has been incredible with the percentages of new players that have been trying EVE out for the first time. I think that, third-party developers, CCP's tutorials, the missions that you have to run, the new 3D aura, that just came out into the game. A lot of these resources have been put into trying to keep players, engaged from an early set, to get them engaged in the game, but also to get them into a community, right? As it's been proven time and time again, and I believe Hilmar said this too, that friendship is the real engine here. Getting players involved in a corporation, an alliance, into meeting other players, getting them on communications, getting them on the Discord, getting them involved is the way to keep them in the game. And so it's not so much a solution that's solvable by game mechanics as much as it is by access, right? Access to the information to show you how to get into corporations, which corporations might be recruiting new players or helpful to new players, and giving that information to players earlier so that they can get involved. My own experience was 2 weeks in the game and I was in Providence already. So that, I think, is a way to do it. Anything I can do, and I'm sure Brisk would agree, anything that we can do to make that process easier as CSM members, that we would fully support it. Absolutely. Okay. In der Tat dessen, dass er... Oh Gott, wie übersetze ich das jetzt alles? Sinngemäß. Okay, ja. That might have been too much, I think. Yes, a little bit. It's a little bit overwhelming. Okay. Als
Quintessenz, was er gerade gesagt hat, kurzum, müssen wir darauf achten, okay, er als CSM-Member weiß nicht, was er im Endeffekt an direkten Punkten verbessern kann. Schon klar. Er kann jetzt nicht den Finger draufsetzen und sagen, das muss besser werden, dass dieser Punkt, genau da müssen wir den Hebel ansetzen. Er kann nur sagen, dass er im Endeffekt Interessen daran regen wird, zu gucken, okay, wie kriegen wir Leute, wie kriegen wir die Leute, da, wie kriegen wir Eve sozusagen in die Herzen der Leute. Eve hat es geschafft als Browserspiel, Eve hat es geschafft als Handyspiel. Wir haben Eve überall irgendwie mal hingekriegt. Jetzt müssen wir es auch hinkriegen, dass die Leute dabei bleiben. Und das Ziel am Endeffekt daran wird sein, die Leute, Leute in die Herzen zu schließen. Dass man Leute dazu kriegt, auf Discord zu kommen, auf Teamspeak zu kommen, zu reden, sich zu interagieren, sich einzubringen. Mehr oder weniger ein Leben in Eve zu generieren für sich. Das ist das Ziel dahinter. Und die Türen und Tore dafür zu öffnen, Leute in das Spiel zu etablieren, nicht nur für einen Monat mal reinzukriegen, dass sie mal reinschnuppern und feststellen, meh, sondern dass da Leute auch Interesse daran haben, in dieses Spiel beizuwohnen und in den Geschichten mitzurühren. Ich glaube, besser kann man das nicht wirklich... Die gleiche Frage geht auch an Brisk Rubal. Was ist sein... Seine Antwort auf die Frage, was, also erstmal klar, niemand wird auf irgendwelche Aussagen festgenagelt, das geht nicht, das ist immer schon mal klar, aber was wäre so seine Antwort auf die Frage, die wir jetzt gerade auch Rix gestellt haben? Okay, Brisk, now let's point the gun at you. What's your opinion about like, have you specific points to improve or like the general question which we tried to discuss with Rix so far is now directed at you. What I would say from a CSM perspective, yeah. We can continue working with CCP to clean up the early parts of the game to make it more intuitive, to make it more, not, it doesn't have to be easier, but it can be more user-friendly. It can be more friendly to new players that are coming in from other games. Eve is a very old game. It has a different layout, a different way of playing than any other game out there. So trying to ease players into that and help them is important. But the number one most important thing to keeping players, to getting new players to stick around long enough to become old players like us, is, in my opinion, getting them connected with other players that they want to play with. And I think CCP needs to do a better job of trying to get new players connected to the community. Once they teach them the basics of the game, that's fine. That'll keep people interested for a little while. But what keeps players coming back over and over again are the friends that they make in the game. And we have to, I think CCP needs to do a better job of connecting new players with existing player groups, whether it's a new player group like Brave Newbies or Karma Fleet University or Pandemic Horde or some other group. Getting those together so that players have a reason to keep logging in beyond the game because they want to hang out with their friends, I think that's what creates and what takes a new player and turns them into a veteran. Okay. Im Endeffekt, der Punkt, den Risk anspricht, ist einer, der, dass es nicht interessant ist, Leuten die Spielmechaniken nur zu zeigen und das Spiel für Türen und Toren zu öffnen, sondern dass es wichtig ist, Leuten einen Punkt zu zeigen, dass man mit Interaktion am Endeffekt im Eve-Spiel mehr Spaß hat, dass die Leute interagieren miteinander, dass die Kommunikation und die Repräsentation der Spielerschaft innerhalb des Spiels sozusagen verbessert wird, dass Eve oder CCP endlich den metaphorischen Stock aus dem bekommt und endlich daran arbeitet, Leuten zu helfen, Verknüpfungen, Verbindungen, Kontakte zu knüpfen und so weiter und so fort. Dass zum Beispiel so Leute wie Karma Fleet oder Karma Fleet University, die machen schon einen großartigen Job, den er zum Beispiel angebracht hat, Leuten zu versuchen, in Kommunikation und ins Sprechen zu bringen. Aber aktuell in seinen Augen muss CCP da definitiv noch die Möglichkeiten erweitern. Ja, das ist das, was wir immer predigen. Vernetzt euch, Leute. Dieser Stream, Waldeck, ist ein Netzwerk. Ich bin für mich ein Netzwerker. Ich liebe es, Menschen zu vernetzen, Fähigkeiten zu verbinden. Und das, was wir hier jetzt sehen, das ist nichts, was ich geschaffen habe. Ich bin nur Waldeck, ein einfacher Spieler.
Aber die DOICOM ist eine Verbindung verschiedener deutscher Spieler, Streamer, Content Creator und Corps und Allianzen, die einfach ihre Events zusammentragen und aufbereiten, Ansprechpartner sind. Die DOICOM ist für die deutsche Spieler-Community tatsächlich ein sehr großer Ansprechpartner. Hier Otto Erich Stäumler hat einen großartigen Verteiler. Wir haben viele, viele Allianzen, also viele, viele YouTuber und Blogger. Das gibt es natürlich auch sprachübergreifend für den englischen Sprachraum. Ich habe letztens eine japanische Seite gefunden und habe mich riesig darüber gefreut. Mit Übersetzer ging das. Also das ist, also Spieler zu vernetzen. Und ich habe immer das Gefühl, das kommt mehr aus der Spielerbasis heraus als von CCP selber. Das EVE-Partner-Programm ist schon mal ein großartiges Projekt, wie ich finde, um die Spieler zu motivieren, sich mehr an die Basis zu richten. Das ist vielleicht der Beitrag von CCP, zu sagen, hier, macht was. Leider werden nicht alle abgeholt, aber ich finde das schon mal ganz gut. Als mein Statement jetzt. Okay, as a statement, a little bit of Waldeck. He a little bit tried to do a little bit of advertisement here without being too offensive. No, it's great, basically. DOICOM, do you know what it is, basically? It's a website where the German community bands together, content creators are interacting, and so on and so forth, where we can try and get people of the German community together, basically. Waldeck posted the link right now. He, as a EVE partner, already has some means to help players to get connected and so on and so forth. DOICOM as a community is doing just the same, and in his eyes is really valuable for the game. And he fondly found a website the other day where even Chinese groups, something like that, have built, and a third language which I forgot. And so he tried to a little bit of advertise the different communities, and he's sure that something like that is also in the English community and as well in other communities. So thank you for those collaboration. Thank you for the work together at those groups. Yeah, that's a little bit of a statement from his part. Eine Frage aus dem Chat. Ja. Was macht ihr als gewähltes Mitglied des CSM mit dem Thema Einzelspieler/Solospieler oder anders? Vertretet ihr nur das Interesse der großen Blöcke? Hast du das gefunden? Okay, as a question from the chat. Do you just represent basically the big blocks, or are you able to represent the one and only, the individual of the player, or is that how does that work as an elected CSM member? First to Brisk, bitte. Das ist eine faire Frage. I'm in a big corporation. I'm a small corporation, a very big group, and part of a big coalition. I view myself as a CSM member. I represent everybody, not just in Initiative, not just in the Imperium, not just, you know, in NullSec. I represent everybody. So if there are specific things that the solo playing community or individual players have that they are concerned about, that they want to be passed on to CCP, I'm here for them. Just let me know what you guys need, what you're looking for. My goal is to do what's in the best interest of the entire game. And sometimes that means that I go against what is in the best interest of my group. And I have no problems doing that, because my view, my role is as a player representative. I represent everybody, not just the folks who voted for me, not just the area of the game that I play in. Okay. We've
started with Brisk. Let me translate that, then we go to Rix. Auf Deutsch. Brisk hat jetzt angefangen und hat das Statement gegeben. Er ist ein Repräsentant der Menschen. Er mag eventuell aus dem Nullsec, aus Init kommen, ja, aber als CSM ist er kein Init-Mitglieder, ist er kein Nullsec-Spieler, ist er am Endeffekt der Mensch, der für alle da sein möchte, egal ob du seine Gruppeninteressen vertrittst oder nicht. Wenn er hört, dass irgendjemand oder wenn jemand zu ihm kommt mit individuellen Problemen, dann bitte, er möchte diese weitertragen. Er ist am Endeffekt derjenige, der sich hinstellt und sagt, pass auf, ich bin als CSM-Mitglied der Vertreter der Community. Nicht mich selbst, nicht meiner Gruppe, der Vertreter von allen Spielern, ob groß, ob klein, ob in Gruppe, ob allein. Das ist sein Statement. Okay, Rix. What about you, Rix? Okay, as for me, I am the most apolitical player that you could possibly have in the game. Everybody in the game is red to us, except for the people in my own corporation. So the only blues that we have are Stay Frosty and A Band Apart. Everybody else in the game is fair game for us. So I am not associated with, nor do I fly with, nor do I have relations with any other group in the game. So we fly into Nullsec and we shoot whatever we come across, whoever it happens to be. We were just down outside of IDQ the other day in Delph, because that's where the filament took us, and we were killing Entosis ships. Sorry for whoever's those were, I don't even remember. So we fly in wormholes, we go where we go, and we have fun, and we bring content, and politically, I have absolutely zero affiliation. So I will be a representative for all players, no matter who votes for me or whatever. But as I've said before on other things, my advocacy on the CSM, when I get a chance to do it, will be focused on low sec and high security. I mean, faction warfare. But nobody's pulling my strings from behind the scenes. So. Okay, Rix ist wahrscheinlicherweise der meist unpolitischste Spieler, den du in diesem Spiel finden kannst. Er hat alle auf Rot außer sich selbst. Und vielleicht seine Kooperation. Und ich glaube, einen Blue, aber ansonsten, also eine Partnerkooperation. Ansonsten, alles wird abgeschossen, alles wird weggeknallt. Ist völlig egal. Der Fight kommt dahin, wo ihn das Filament treibt, wo ihn der Spaß hintreibt, wo der Content ist. Und das ist völlig egal, wer du bist, was du machst. Und er hat vor letzte Woche zum Beispiel auch irgendwelche komischen A-Voxer weggeschossen, wo er nicht immer mehr mit dem Namen weiß, weil Hude verkehrt. Sorry an diejenigen jedoch, aber es ist leider so. Mit diesen Worten hat er im Endeffekt begründet, wenn ich zum CSM gewählt werde, dann bin ich nicht ein Repräsentant von irgendjemandem. Ich habe niemanden, der im Hintergrund meine Fäden zieht. Ich habe keinen Schatten-Ghostwriter oder sonst irgendwas. Ich bin da und bin der Vertreter für jeden einzelnen Spieler, wenn gewollt. Das finde ich gut. Ich finde euch beide gut. Aber ich darf nicht sagen, wen ich super gut finde. Aber ihr habt alle beide gute Punkte, die es wert sind, dass man sie sich anschaut. Eine Frage aus dem Chat. Ah, ne, übersetzt erstmal. Waldeck really likes that, what the both of you, likes the goals or the opinions of both of you. And he may not be allowed to say who to elect or who he is going to elect. But he is allowed to say that he really, really likes what the two of you guys are doing for this game and for the community. Well, thank you very much. Danke schön. Thank you. Danke. Es sind noch zwei, drei kleine Fragen da, die ich aber schwierig finde zu stellen. Vielleicht noch der Hinweis, Otto-Erich Stolmer sagt, die deutsche Community hat viele Solo-Spieler, die tatsächlich nicht in großen Korps oder Allianzen gebunden sind. Und Eloxes fragt, Yves ist jetzt 18 Jahre alt geworden. Wie meinen die zwei Herren, wie lange sich das Spiel noch halten wird? Er selber spielt seit 2006. Ist eine schwierige Frage, eigentlich unmöglich zu beantworten, aber stell sie mal. Yves ist für immer. Yves ist für immer. Für immer, gut. Immer. Okay, well, Rix might already have answered that question, but Rix might not have understood it. I'm sorry for that. So, the question directed to the two of you, even though Rix has already answered it, is
how long, if now has passed its 18th year, is now, as German law would allow it, able to drink alcohol, and so on and so forth. Right. How long do you think is that old knack going to last? And yeah, how much fun are we going to still have? Or do you think Eve might pass away in the coming day? My answer for that is the same answer I've given always. I think the best days of Eve are still ahead of it. And I share Hilmar's vision of Eve lasting forever. So Eve forever. And I think easily we could do another 18. And those will be the best years. In seinen Augen, also Rick sagt kurz knapp, er glaubt, dass die besten Jahre von Eve noch vor ihm stehen. Eve für immer. Und möge die Zeit kommen. Dem schließe ich mich an. Ich hoffe, wir müssen jetzt... Ich denke mal, Briggs, du bist ja gleich, du hast es schon in Deutsch gesagt, Eve für immer. Aber ich muss jetzt erstmal sagen, es muss jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, euch beiden hat das Spaß gemacht und es war nicht zu schleppend, die Unterhaltung. Die Rückmeldungen von den Zuschauern im Chat sind überaus positiv und ich würde, nein, anders. Ihr habt beide viel Zeit mitgebracht, mehr als eigentlich eingeplant war. Dafür danke ich euch. Und euch beiden drücke ich die Daumen für das CSM. Wir werden auch im Nachgang in den nächsten Streams reden. Und es hat Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr da wart. Okay, let's translate what Waldeck just said. It was directed at the both of you and yes. So, thank you very much for coming, guys. I really appreciate that you took the time and that you even took the overtime to show up, to be here, to interact with me. I hope that you had fun. Oh, I'm talking with his name, not my... I hope that you have fun conversing with Waldeck, and that you had the time and effort to interact with the chat and everything. He really thanks you for being here, and he really, really hopes that, or he wishes you the best of luck towards looking the CSM election in the short future. So thank you for coming. I hope you do the best as well from my side. And yeah, thank you both. Thank you everybody for being here and for inviting us on, and I really appreciate the opportunity. Thank you. Vielen Dank fürs Einladen von Rix. Ich auch vielen Dank für die Einladung. I had a good time, and I got to brush up on my German, which you know, as I said, is nicht so gut, aber I try. So, well, vielen your German Dank. Is good enough, I guess. I understand and the rest of us as well. Sehr gut. See you soon. Bye bye. Have a good time. Und den Zuschauern sei jetzt noch gesagt, danke für Subs, danke für die Cheers, die reingekommen sind. Danke, dass ihr Fragen gestellt habt, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Habt noch einen guten Abend. Wir sehen uns spätestens Mittwoch wieder. Ciao, ciao.